Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in World of Warship. Natürlich wieder mit The Old Man. Und heute wollen wir uns natürlich auch mal das Premium-Schiff der Stufe 5 anschauen, die Julia Caesar. Ich bin ziemlich begeistert von dem Schiff in dieser Stufe 5, alleine schon durch 10 Geschütze, die dieses Schiff natürlich mit sich bringt. Und erstmal war ich skeptisch, aber jetzt dachte ich, jetzt drehe ich einfach mal ein Video darüber, weil sie wirklich ein wirklich schönes Schiff ist und dazu auch noch ein bisschen böse sein kann. Und darum schauen wir uns mal näher die Überlebensfähigkeit an. Wir haben 45.500 Strukturpunkte bei einer Panzerung von 6 bis 280 mm. Torpedoschutz 21%. Wir gehen nochmal auf die Panzerung direkt ein. Ich zeige euch nochmal hier den Gürtel. 210, immer noch unter Wasser, haben wir 250. Und dann ein bisschen über Wasser, 220. Dann 130 und natürlich Deckaufbauten sind natürlich 19 mm. Die Geschütztürme sind allgemein sehr gut gepanzert auf dieser Stufe mit 240 und unten 280. Also dürfte es da gar keine Probleme geben. Und selbst die Torpedos wären durch diesen Torpedoschutz ein bisschen gefressen. Dazu sind wir natürlich auch noch sehr, sehr beweglich. Und das schauen wir uns aber noch ein bisschen später an. Aber erstmal gehen wir auf das Wichtigste ein, die Artillerie, die dieses Schiff mit sich bringt. Es sind nur 320 mm auf dieser Stufe. Aber diese Geschosse, die wir hier euch zeige, von den Hauptbatterien, vorne 5 und hinten das gleiche nochmal. Ihr seht es, hinten auch nochmal 5. Also haben wir immer genug Kanonen, die wir hier ins Spiel bringen können. Auch wenn sich die Türme ein bisschen langsam drehen, aber doch, sagen wir mal, es geht. Also man hat das Gefühl, bei 36 Sekunden ist das noch annehmbar. Weil wir wissen, bei höheren Schlachtschiffen merken wir, es sieht die Drehgeschwindigkeit der Türme bedeutend langsamer. Wir haben hier auch Sekundärbewaffnung dabei, die 4,2 Kilometer schießt, sind einmal 4x2 100 mm an den Seiten und natürlich nochmal Sekundärbatterien 120 mm, die dann auch 4,2 Kilometer schießen. Somit gibt es leicht Sekundärbatterien, nicht überdimensional, man kann das nicht vergleichen mit Stufe 8 Schiffen, aber in der Stufe 5 doch schon sehr interessant. Dann natürlich schauen wir uns natürlich auch nochmal die Flugabwehr an. Wir haben hier 8x2, 6x2, 37, dann haben wir nochmal 4x2, 100 mm, die alle so bei 4, 3,5 und 2 Kilometer das Ganze abdecken. Achso, nochmal zur Artillerie selber zurück, was ich ja nun sagte. Wir haben ja hier die Sprenggranatenhöchstschaden bei 4800 und AP-Granathöchstschaden bei 9700. Das ist schon doch durchaus sehenswert bei einer Feuerreichweite von 16,4 Kilometern. So, jetzt aber zur Manövrierbarkeit. Wir haben 27 Knoten, sind wir schnell. Wir haben eine Ruderstellzeit von 13 Sekunden. Es fühlt sich schneller an. Dann haben wir 640 Meter den Wendekreis, das Wendekreisradius. Und somit ist es halt ein Schlachtschiff, aber fühlt sich wesentlich mobiler, habe ich das Gefühl, an. Also ich bin mit ihr ja schon ein bisschen rumgefahren. Erkennbarkeitsreichweite 13,3 Kilometer und zur Luft 9,4 bei sichere Erfassung auf See 2 km und erkennen wir nach Abfeuern 10,9 km. Der Hauptgeschütze im Nebel. So viel zu dem italienischen Schlachtschiff der Stufe 5. Nochmal eine Drehung. So, wie ihr seht, mein Kapitän ist hier hat noch nicht so viele Skills, deswegen gehen wir mal ganz vorsichtig auf den Kapitän ein. Ich habe natürlich als erster Linie wieder den Beschussalarm geskillt. Für mich immer, wie gesagt, noch ein guter Skill, weil ich dann noch reagieren kann, wenn ich beschossen werde. Wenn die Granaten, hier seht ihr es ja selbst, 6 Sekunden in der Luft sind, dann kriege ich diesen Beschussalarm. Dann natürlich Adrenalinrausch, um das Ganze natürlich zu
powern, wenn ich getroffen werde, dass meine Hauptgeschütze, die 10 Stück, dann doch schneller nachladen können. Natürlich hier als nächstes dann nochmal Heilung. Und als dann, als 10. Skill, wenn ich den mal erreiche, werde ich natürlich den Tarnungsmeister skillen. Weil hier investiere ich nicht in Sekundärbewaffnung. Da mache ich lieber einen auf Tarnung und somit wäre das für mich dann wichtiger. Bei 13,3 können wir das ein bisschen runtersetzen. Also das würde sich dann hier auch, glaube ich, sehr gut anfühlen. Dazu zu den Modulen, die hier eingebaut werden. Wir haben 3 Module, die wir zur Auswahl haben. Das ist natürlich wie immer bei jedem Schiff, habe ich diese Hauptbewaffnungsmodifikation 1 eingebaut. Wir hätten natürlich hier noch die Hilfsbewaffnungsmodifikationen, Verbesserungen, Überlebensfähigkeit, Sekundär- und Flarbatterien. Dann noch das Magazin, 70% Gefahr einer Detonation ihres Munitionsbunkers kann ich verhindern. Und habe mich aber, wie gesagt, für das, was ich mich meistens, dass die Ausfälle, dass die Hauptbatterie nicht so schnell ausfällt, kann man dazu sagen. Dann als zweiten Skill habe ich hier Zielmodifikationssystem genommen. Das sagt mir nochmal -7% maximale Streuung der Hauptbatteriegranaten. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich, wo ich sage, ja, das möchte ich, um diese Streuung mal zu reduzieren. Dann könnten wir natürlich auch noch in die Sekundärbatterie-Modifikation, 20% mehr Feuerreichweite, würde dann halt bei 5 Kilometer liegen, sage ich mal. Aber das ist halt nicht fett, so wie bei deutschen Schlachtschiffen. Deswegen habe ich das mal außen vor gelassen. Dann hätten wir hier noch die Modifikation 2, verbessert die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme. Ich komme damit soweit klar, deswegen habe ich das nicht geskillt. Und natürlich hier gegen Wahrscheinlichkeit ein Schaden, Wassereinbruch und Schaden, wenn Torpedos den Torpedoschutz treffen und -5% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist so für mich das, was ich hier mitgenommen habe und somit denke ich mal, sind wir ganz gut aufgestellt. Gibt es nochmal zur Hauptbatterie was zu sagen? Wir haben hier eine Nachladezeit von 30 Sekunden. Und hier seht ihr nochmal, die maximale Streuung ist jetzt auf 211 Meter reduziert. Das macht einen ziemlich genauen Eindruck. Also ihr werdet das im Game sehen, was wir natürlich anschließend machen werden, dass wir eigentlich doch ziemlich genau mit den Geschützen treffen können, wenn wir genug vorhalten oder genau vorhalten, dann kommen diese Geschütze meistens auch sehr gut ins Ziel. So viel zu der kleinen ausführlichen Bericht über, mit was das Schiff hierher kommt. Und somit werden wir natürlich mit ihm natürlich ins Gefecht gehen. Also bis gleich. Ja, natürlich hallo und herzlich willkommen hier. Verwerfungslinie, die Seekarte mit unserem Giulio Cesar Schlachtschiff der Stufe 5. Der Italiener sind im Fünfergefecht, Vierer und noch 2 Dreier sind bei uns. Also Top-Tier mit vielen Zerstörern, so wie das aussieht, genau. An der Zahl jeweils 4. Das kann natürlich ein bisschen nervig werden, aber ich bin da frohen Mutes. Schieße natürlich mit diesem schönen Schlachtschiff ausschließlich AP. Ich entscheide mich aber hier für die A-Variante. Da nicht ganz so viele Gebirgszüge sind und so vielleicht auch auf B schießen können. Ja, das Wetter sieht ja leicht ein bisschen bedeckt aus hier heute. Ihr seht es, sieht aus nach Regen, Sturm, sonstiges. Ja, es sieht schon toll aus, das Schiff. Was soll man so sagen? Es ist ein schönes, designtes Schiff. Das muss man mal so sagen.
Ach, 27 Knoten sind recht passabel. Muss ich sagen, auf der Stufe ist das schon ziemlich zügig. Das sollte man nicht hier unterschätzen. So, dann haben wir wahrscheinlich auch unsere ersten Gegner hier. Und dann können wir mal sehen, was so brutale 10 Geschütze ausrichten können. Und ihr seht, gleich ein Volltreffer und somit gleich meinen Kreuzer rausgenommen. Wenn die Geschütze kommen und treffen und man richtig vorhält, ist das Schiff schon ein bisschen böse. Jetzt haben wir hier noch eine Kongo. Die darf man natürlich nicht unterschätzen. Das ist wie ein Schlachtschiff, den kriegen wir nicht so schnell rausgenommen. Aber vielleicht ein bisschen Schaden, Zitadelle oder so ziehen wäre vielleicht auch drin. Er bremst aber ab. Und dann haben wir da noch eine Isokatze. Italienischen Geschütze noch mal wirken. Unser Team hat die Führung übernommen. Sogar über den Berg rüber. Unser Sieg ist in Sicht. Und somit werden wir noch ein bisschen weiter stumpf machen. Bei A. Natürlich liegen die Kreuzer. Jedes Schlachtschiff liegt Kreuzer, weil das tut immer weh. Diesmal haben wir aber nicht optimal getroffen. Kann ja auch nicht immer ein Glücksschuss sein. Ach, klar, der ist herausgenommen worden schon. Wir drehen ein bisschen ab wegen Torpedos. Und Oktober Revolution. Ist auch schon weg. Die sehr schnelle Runde, muss man dazu sagen, war nicht meine Absicht, dass die Runde so schnell zu Ende gegangen ist. Und somit ist es leider, ich hätte noch ein bisschen mehr gezeigt, aber vielleicht hängen wir noch eine Runde hinten dran mit Giulio Cesare. Und wir schauen uns mal an. Wir konnten mitnehmen 89.000. Teamwertung, mittlerer Platz nur. Wir konnten ja nicht wirklich viel Schaden mehr machen. Der erste war ein schöner Schuss.
aber die anderen waren einfach schneller mit dem Schaden machen. Und somit konnten wir nur 32.000 machen für das Schiff. Da geht mehr, auf jeden Fall geht da mehr und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde nochmal mit der Giulio Cesare wieder als Vergleich mal zu dieser Runde, was wir da erreichen können. Bis gleich. Ja, natürlich herzlich willkommen hier auf zwei Brüder. Gemeint die beiden Felsvorsprünge da, die so ein bisschen in den Himmel ragen. Und dazwischen das Meer durchfließt. Somit sind wir hier mit unserer Giulio Cesare angekommen und versuchen natürlich hier so noch ein bisschen was zu machen, zu reißen oder uns anständig zu verkaufen. Wir sind hier im Siemer Gefecht gelandet. Kurzer Überblick, ihr seht es, Siemer, Gneise, Gneisenau. Wir als Fünfer, Bayern 6. Und es wird schon ein schwerer Gang werden für das Schiff, aber ich bin da eigentlich frohen Mutes, dass auch die Giulio Cesare dieses Gefecht meistern kann. Als Vergleich, größten Vergleich, gut zu sehen, die Gneisenau ist schon ein bisschen größer. Zeigen. Schon mal leicht andeuten, dass wir auch da sind. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Ja, 10 Geschütze sind schon ein bisschen böse. Vielleicht ein bisschen zu weit vorgehalten. Gibt sogar ein bisschen Stau. Eingedreht. Dadurch ist er außer meiner Schussbahn rausgefahren.
Nein. Glück gehabt. Bayern. Die können wir mitnehmen, die Bayern. Ach, da ist die kleine Akatsuko. Glück gehabt, hier die Torpedos in die andere Richtung abgeschossen oder abgeworfen. Schlecht war, dass ich da nicht wirklich getroffen habe. Auf dieser Entfernung bei 5 Kilometern sind meine Geschütze gnadenlos daneben gegangen. Sehr schlecht gezielt oder angehalten. Eigentlich zeigen, dass das italienische Schlachtschiff in ihrer Klasse was Besonderes ist. Das ist gerade so am Limit unserer Entfernung, deswegen können wir da nicht wirklich drauf wirken. Dann lieber auf unsere Schwester. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels.
Ja, dauert ein bisschen, dass die Türme drehen. Ihr seht selber, dass ich die alle in die Richtung kriege. Dass ich die volle Feuerpower habe. Ja, wenn ich sie habe. Schaden. Ja, klar, dass er natürlich seine Fahrtrichtung dauernd ändert. Klar. Der nächste Treffer, wenn wir nochmal die Chance haben, würde wahrscheinlich reichen, ihn rauszunehmen. Er dreht auch noch so in unsere Richtung rein. Das ist top. Das dürfte für uns eigentlich nicht mehr das Problem sein, ihn rauszunehmen, wenn unsere Geschütze treffen. Aber sie haben noch verfehlt. Er hat nochmal gegengelenkt. Schade eigentlich. Hat sich auch nochmal geheilt. Gelenkt. Sehen, er hält sich tapfer. Er konnte wieder heilen. Felsen davor gehabt, das war nicht so wirklich gut. Versuchen ein bisschen abzufackeln. Jetzt endlich hat er es endlich ist er weg.
Er hat aber sehr gut gearbeitet mit dem Schiff, das darf man nicht vergessen. Wir werden natürlich jetzt umdrehen und zu Iron Duck zurück. Weil hier oben haben wir eigentlich alles. Somit dauert die Runde doch etwas länger wie die zuvor. Ich denke mal, da kommt man auch auf die Kosten, wie das Schiff sich so anfühlt. Ihr seht, ich bin entdeckt. Das heißt, hier ist auch ein Zerstörer irgendwo in der Nähe. Gut, wir haben es erobert. Hier wird uns wahrscheinlich nichts mehr nehmen, weil ihr seht, oben tickt die runter. Wir haben drei gekappt und hier wird keiner uns mehr etwas entgegenkappen können. 981, somit geht das hier für uns natürlich zu Ende mit einem Sieg wiederum. Und ich konnte hier vielleicht ein kleines bisschen die Einstellung zeigen, dass das italienische Schlachtschiff wieder Stufe 5 eigentlich kein schlechtes ist, gerade durch die Anzahl der Geschütze, die dieses Schiff mit sich bringt und doch noch auf ihrer Klasse noch ziemlich genau ist. Und somit geht das Spiel natürlich hier zu Ende und ich habe jetzt hier zwei kleine Beispiele mal gezeigt mit dem italienischen Schlachtschiff der Giulio Cesare und ich denke mal, wenn man hier zugreift und es ist im Angebot, dann kann man das durchaus machen. Auf jeden Fall auf der Stufe hat sie was. Und somit gucken wir uns mal die Kreditpunkte an. 185.000 war das Gefecht wert. Es ist ja mit Abzügen. Wir haben gerade mal 20.000 Abzüge und können natürlich 164.000 aus dem Gefecht mitnehmen. Somit kann man auch auf der Stufe ein bisschen Geld machen. Und waren nicht die Top. Ne? Wir sind ein gutes Mittelfeld. Andere waren besser, haben vielleicht ein bisschen mehr Schaden gemacht. Trotz Cappen und Cap-Punkte einnehmen, haben wir hier nur den mittleren Platz gekriegt. Also nach oben gibt es immer noch Potenzial für dieses Schiff, das muss man mal so sagen. Und somit geht diese Runde zu Ende für mich. Und ich werde mich jetzt natürlich von euch verabschieden und werde sagen, auf jeden Fall werden wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Soldman und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und einen kleinen Eindruck gewinnen konntet. Auf Wiedersehen.